Hi und herzlich willkommen zu Part 5 von Assassin's Creed. Wir sind kurz davor, das Haus zu stürmen, wo die ganzen Freunde des Zyklopen drin sind. Dafür brauchen wir Icarus auch jetzt. Und zwar muss er mal kurz schauen gehen, wer denn alles so da rumtümbelt, dass wir nicht überrascht werden auf einmal. Da sind Sie und das verlassene Haus. Aha, okay, das sind einige. Haben wir alle. Sieht beinahe so aus. Sehr gut gemacht, Icarus. Du bist ein wahrer Freund. Dann können wir los. Ich habe übrigens einige Soundeinstellungen, alles Mögliche noch verändert. Also beim letzten Part war es nicht so optimal. Ich hoffe, es passt jetzt wieder. Ich verpfusche immer irgendwas und dann passt gar nichts mehr. Dann muss ich da ewig wieder rummachen und jetzt sollte es wieder passen. Verzeiht mir bitte. Okay. Müssen wieder leise sein, so wie im letzten Wenn Part ich auch. erwischt werde, habe ich ein Problem. Ja, das wirst du nicht. Hallo, komm halt. Mach so weiter und du pfeifst nach dem Fährmann. Kann gern so oft pfeifen, wie du möchtest, mein Hey! Freund. Katsching! Schlitzi-Kaprizi. Warte mal, wir gehen vielleicht. Noch einer gewesen? Nee. Oh shit, da ist direkt einer. Kommt der auch runter, wenn ich ihn anpfeife? Hör auf, sonst bring ich dich um. Ey, sei mal nicht so frech, mein Freund. Ich bring dich nämlich um, wenn du solche Sachen sagst. Wieso krieg ich den jetzt nicht auf Anhieb da? Oh fuck. Oh, das ist ja voll der Kampf. Oh mein Gott. Nö. Haben die mich jetzt alle entdeckt oder nur der eine? Fuck. Gut, bitte. Du böser, böser, böser Wicht, du. Ich hab abgewehrt. Hallo. Das war mal ein Kampf, sage ich euch. Ja. Kann ich bitte ganz kurz speichern gehen? Kann man hier speichern? Das hätte auch ganz anders enden können. Aber okay, es ha haben uns wenigstens nicht alle entdeckt, auch wenn uns viele entdeckt haben. Weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich habe den nicht mit dem ersten Hit kaputt gekriegt. Kann das sein? Dass das Problem war? Hallo? Lass das Pfeifen sein! Nein! Das lasse ich nicht sein. Oh, okay, das kann er nicht überleben. Das war durchs Gesicht durch. Oh, wie blöd. Ich bin einfach durchs Feuer gelaufen. Autschi. Nicht gut. Was gibt's denn hier Schönes? Ein neuer Jagdbogen. Aber da irgendwo ist doch noch einer. Ich glaube, der schläft da unten drin, kann das sein? Muss bitte leiser sein. Tut mir leid, Freund. Es ist aber auch grausam. Muss ich das Spiel eigentlich ab 18 kennzeichnen? Vermutlich, Normalerweise überlasse ich die Drecksarbeit anderen. Du weißt nicht zufällig, wie man diesen Fleck wieder rauskriegt? Wer zur Hölle? Es wird mehr Blut fließen, wenn du näher kommst. So sieht's aus. Vielleicht. Aber dann hörst du mein Angebot nicht, Söldnerin. Was will der von uns? Ein sauberes Gemetzel. Sehr gute Arbeit. Du hast nicht viel Mitgefühl für die Männer, die mit dir arbeiten. Nicht mit mir. Für mich. Beschäftigte. Nun, ehemalige, schätze ich. Das heißt, er ist ein Also Freund des arbeitest du Zyklopen. nicht für den Zyklopen.
Leute wie du glauben für gewöhnlich nicht an Mythen. Nicht das Monster, der Mensch. Du bist ein Fremder. Warum bist du hier? Gute Frage. In der Tat, ich stamme nicht von Kefalenia. Ich bin hier, weil das, wonach ich suche, hier ist. Und was suchst du? Wenn du mir folgen würdest, Cassandra? Ey, woher weißt du, wie wir heißen? Nee, unser Bruder kann es nicht sein, der ist zu alt. Weil, was ist mit dem passiert? Das wissen wir halt auch noch nicht, ne? Unser Daddy ist es auch nicht. Woher kennst du meinen Namen? Vielleicht den Freund des Daddys? Ich bin Elpenor aus Kira. Und was deinen Namen angeht, ich war neugierig wie du. Ich habe gefragt und man hat mir geantwortet. Wer hat dich geschickt? Ein neugieriges Wesen. Gut, das wird helfen. Du weißt mehr, als du mir sagst. Dich zu kennen ist in meinem Interesse. Und mich zu kennen in deinem. Ist das so? Bin skeptisch. Mein wertvollster Besitz wurde gestohlen und nach Ithaka gebracht. Penelopes Totentuch. Du musst es mir zurückholen. Das gute alte Totenbuch. Buchtuch. Das Totentuch von Penelope? Das ist aber ein Zungenbrecher, das Totentuch. Das ist ein Witz. Doch, darum geht es. Unmöglich. Wenn es das wirklich gäbe, wäre es unbezahlbar. Und deshalb will ich es zurück. Naja, scheint mir logisch. Ithaka ist keine kleine Insel. Ich brauche mehr Informationen. Oh, eine neue Insel? Ich würde im Haus des Odysseus anfangen. Natürlich. Nun, was davon übrig Odysseus ist, heißt es. Geschichte, eine alte Liebe. Tja, das falsch gesagt immer. Also schön. Ich mache es. Was sollen wir sonst Erwarte machen? Nicht, dass es einfach wird. Erwarte nicht, dass es billig wird. Sehr gut, dann Cassandra. Dann sind wir uns einig. Es liegt ein Ruderboot im Hafen. Mhm. Benutze es. Es ist nicht für das offene Meer gebaut, also pass auf. Wenn du das Tuch hast, komm zu mir in den Tempel des Zeus. Tempel des Zeus, okay. Nun gut. Oh, und Söldnerin? Versag nicht. Das ist jetzt eine Drohung gewesen. Ich kann das gleich nochmal rückgängig machen, hier die Quest, du böser Wicht, du. So, Quest die. Penelopes Totentuch. Die Diebe sind noch in der Nähe von Kefalenia. Sie sind im Süden der Insel Ithaka. Zeig mir mal Ithaka. Wo ist denn Ithaka? Nee, doch keine neue Insel. Das ist Ithaka. Naja. Ach, das ist da, wo wir schon mal hin sind und es aber leider nicht überlebt haben. Oh nice, neuen Fähigkeitspunkt. Ah, schön. Ah, wir haben. Ja, stimmt, wir haben ja was aufgehoben. Nee, da kann nicht viel mehr. Gut. Ah, ich habe einen Kommentar bekommen, dass ich entweder. Ich glaube, Jäger und Krieger. Ich muss nochmal ganz schnell nachlesen. Weil das fand ich nämlich auch sehr gut. Idee. Krieger und Attentäter. Oh. Ja, das werde ich machen. Aber ich werde wahrscheinlich dann doch eher Jäger und Attentäter nehmen. Ich bin halt ein Fan von Bogen. Ich bin echt ein Fan von Bogen. Aber die Kombi finde ich gut, eine Kombi zu wählen. Ja, das mit dem Gift war vielleicht doch nicht so gut, ne? Ey, ich kann es wieder entfernen! Oh, nee. Kann ich nicht, ne? Weise diese Fähigkeit zu. Alle Lichtblitze. Gebe nochmal, wenn du sie angreifst. Und wir lernen das auch noch. Ich weiß halt auch nicht, ob wir am Ende einfach alles erlernen. Oder nicht, ne? Aber Attentat ist doch schon mal gut. Wir sind reine Attentäter. So, wo ist denn jetzt dieses Schäfchen, von dem er gesprochen hat? Sollen wir einfach unser Segelbötchen da nehmen? War ja ganz zufrieden damit. Oder ist das ein neues? Egal was es ist, wir nehmen es. So, lauf. Ja, ich will die Kontrolle übernehmen. Wir sollten unterwegs so zum Haus von Odysseus auf einem winzigen Odysseus. Boot.
Ich sollte versuchen, Poseidon nicht zu verärgern. Nee, wir gehen da mal so ein bisschen an die Seite und schwimmen dann dahin. Wird sie uns nicht unbedingt sehen. Upsala. Das sind so cool, dass wir Wendungen hüpfen können. Das macht so Spaß. So. Oh je, Icarus, da hast du jetzt einiges zu tun. Das legendäre Tuch. Elpenor sagte die Wahrheit. Was? Haben wir es jetzt direkt gefunden, oder was? Ich sehe ja gar keine böse Wichtisse. Ah, doch, da. Seine Adleraugen. Okay. Ja, wir marschieren einfach mal vor und sind ganz vorsichtig, würde ich sagen. So wie immer. Könnten wir mal speichern. Nur für den Fall, dass es schief geht. Man weiß es ja immer nicht. Kann ja schief gehen, kann nicht schief gehen. Wir werden es sehen. Herr Hopsesser. Ich habe so lange auf Kephallenia gelebt und wusste nicht, dass der Palast des mächtigen Odysseus hier steht. Da drüben stimmt doch was nicht. Ja, da stimmt was nicht. Komm mal lieber her, mein Freund. Scheiße. Es ist da noch eine Wache. Der geht ja zu Bett. Da oben jetzt für eine Aufruhr. Lange liegt der da schon. Hat jetzt eine alte Leiche gefunden von mir, oder was? Weil irgendwann war ich ja hier schon mal. Passt auf, ich steh nach. Oh Leute, nicht gut. Weil irgendwann war ich ja hier mal ganz kurz und hab so getan, als würde ich was machen können. Was jetzt? Hier, komm her. Wenn ich dich erwische, schneide ich dir die Lippen ab. Hat er seinen Freund jetzt gesehen? Ich hoffe ja nicht. Ne? Aber wenn, dann war es jetzt trotzdem gut. Es hat ja niemand gemerkt. Was ist das für ein Geräusch? Reicht der Busch zum Verstecken? Er ist so klein und winzelig, aber ich glaube, es funktioniert. Das geht mir ganz schön auf die Nerven. Was geht dir auf die Nerven? Es gibt Pfeife oder? Och, dann lauf halt auch nicht so langsam, ey. Was? Komm jetzt hierher. Geh mir nicht auf den Sack. Hier! Komm hierher! Von Anfang an den falschen Busch gewählt. Aber gut, jetzt klappt's. Tsching! Uchi! Hey, hol mich hier raus! Oh je! Ja, natürlich! Werde ich tun, Fräulein. Ja, gerade Kacka machen. So aus. Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe F gedrückt, dabei hätte ich E drücken müssen.
Siege, verrat mich bitte nicht. Fuck. Shit! Ein schneller und sauberer Hieb. Ein Söldling. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ein Söldling? Hey! Wer ist da? So viele können jetzt nicht mehr leben. Wo ist der denn jetzt hin? Oh Scheiße, der ist da hochgekraxelt. Der Wolf hat mir geholfen, der hat auch ein paar erwischt. Guter Wolf. So. Was sitzt da oben? Wer pfeift da? Fünf. Komm mal runter da. Er hat seinen toten Buddy jetzt gar nicht gesehen oder hat sie nur nicht gebockt? Super. Ja, auch erledigt. Kann ich mich jetzt hier nochmal den Sachen bedienen? Wir gehen dann später hier nochmal looten, wenn wir alles erledigt haben. Dann wieder runter. Komm her, Soldat. Ja, ich bin da. Komm mal her. Der da hinten ist bestimmt gefährlich. Den kriegen wir bestimmt nicht einfach so kaputt. Zack. Rüber ab. Okay. Die befreien wir erst, wenn es safe ist. Aber ich glaube, wir können doch schon looten. Wenn wir schon mal da sind. Wie ein Ast. Wollte ich gar nicht. Zala. Boah, ich bin ein Ninja. Okay. Ich glaube, das könnte der letzte sein. Wir wagen es mal. Den kriegen wir nicht mit einem Hit down. Werden wir gleich sehen. Nee, nicht ganz zumindest. Ich wär doch ab, Mann. Nein. Autschi. Okay, jetzt haben wir. Er hat es eingehabt. Er hat es einstecken gehabt. Das ist ein frecher Mensch. Ach, schaut mal, wir haben ja die ganze Zeit schon ein besseres Ding dabei. Ein Kriegsspeer. Oder in Stoff. Okay. Schnell looten. Was es hier noch so gibt. Ein bisschen Drachmen sammeln. Auch noch was. Oh, der arme Hundi. Dann die Kiste, dann holen wir das Mädel da noch raus. Dann war das ja schon ganz erfolgreich jetzt. Kann mich nicht beklagen. Was ist das? Ich will gucken, was das ist. Ui.
Ja gut, macht genauso viel Schaden wie das hier. So. Plus 4 Kriegerschaden machen auch beide. Ich behalte jetzt erstmal den Speer. So, Madame, was ist hier passiert? Wieso bist du eingesperrt? So. Wer bist du denn? Ich danke dir. Verschwinden wir von hier. Kannst du kämpfen? Aber natürlich. Ey, hallo, ich muss da erst mal hier hingehen. Zu dem, was da ist. Ja, Moment. Was ist das da unten? Wer ist denn? Aha. Wir müssen noch einen Schatz plündern. Ich hoffe, sie wartet auf uns. Karus hat gar keinen weiteren Schatz gefunden. Wahrscheinlich habe ich nicht gut gesucht. Ist hier oben vielleicht was? Wäre jetzt echt blöd, wenn sie einfach wegrennt. Ah, doch, da. Aber das ist auch kein Schatz. Hier oben vielleicht noch? Hier habe ich auch schon geguckt. Ja, blöd. Ah ja, hier. Ist aber auch kein Schatz. Wo ist der Schatz versteckt? Och, was ist denn das? So. Vielleicht da oben. Ja, wartest du mal bitte, Fräulein. Ich bin noch nicht fertig. Wo es noch Schätze gibt. Hier vielleicht. Och, jetzt komm schon. Ein bisschen Gold. Hat noch keinem geschadet. Wow. Hm. Ja, schade, nee, finde ich jetzt nichts. Was sind denn das für weiße Böbel da eigentlich? Fräulein, ich hätte jetzt. Ja. Ich hätte jetzt halt gerne noch den Schatz gefunden, aber ist in Ordnung. Kann halt nicht. Danke. Ach, das war schon. Wir mussten nur bis dahin. Ah, ja. An mich anschleichen konnten. Ithaka ist ein gefährlicher Ort, wenn man allein unterwegs ist. Du bist auch alleine unterwegs. Du hast recht. Ich kann nicht allein gegen ein Lager voll Banditen kämpfen. Hilfst du mir, zu Odysseus Palast zu gelangen? Ich bezahle dich. Ich bringe dich zum Palast. Nun, dann habe ich Glück. Wie soll ich dich nennen? Kassandra. Ich bin Odessa, benannt nach dem großen Odysseus. Oh, schön. Was willst du denn da oben? Ich bin eine Nachfahrin von Odysseus. Ich bin auf Pilgerreise. Du bist eine Nachfahrin des früheren Königs von Ithaka? Und des Mannes, der das trojanische Pferd gebaut und den Kyklopen besiegt hat. Der bis zum Land der Lotusesser gereist ist. Um den es in der Odyssee geht? Ja, bin ich. Warum? Du bist nicht die Erste, die das behauptet. Mehr nicht. Nun, ich muss meine Abstammung wohl nicht beweisen, um zum Palast zu kommen. Wir sollten zum Palast, solange wir können. Ah, naja. Okay. Kannst du ein bisschen schneller laufen, oder? Gott sei Dank. Ich hab gedacht, die fängt jetzt an zu schleichen. Ich versteh's jetzt nicht. Sie will jetzt wieder rein, oder was? Ich habe doch schon alles geklärt. Naja. Das ist der? Das sind nur Trümmer. Was hast du erwartet? Ich weiß nicht. Etwas Größeres? Meine Eltern nannten mich Odessa. Nach dem großen Odysseus.
Ich dachte, Odessa ist aber wirklich ein schöner Name. Besser verstehen. Und? Tust du? Ganz und gar nicht. Bring mich zu meinem Boot. Dort bezahle ich dich. Na gut. Ich habe erst gedacht, sie will noch mal zu einem anderen Tempel oder so, der vielleicht ein bisschen weiter oben liegt. Aber dass sie die Ruine hier meint, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Naja. So einfach kann es manchmal sein. So. Fräulein, wo ist dein Boot? Hier. Das ist für dich. So eine Enttäuschung. Tut mir leid. Wieso bitte. Ist dir dieser Palast so wichtig? Machst du Witze? Odysseus hat hier gelebt und geherrscht. Er entschied den Trojanischen Krieg. Er entging Charybdis und Skylla. Er hatte alles. Loyalität, Liebe, Kampfgeist. Und er hat die Aufmerksamkeit der Götter erregt. Das brachte ihm viel Ärger. Ja, das ist wahr. Und machte ihn zur Legende. Du siehst niedlich aus. So als könnte sich dir nichts in den Weg stellen. Ich schätze es überhaupt nicht, wenn man mich niedlich nennt. Da war es so ein Herzchen. Ich dachte, das wäre besonders gut. Na schön, du bist hässlich. Nein, das kann ich nicht machen. Schon bald wirst du alles schätzen, was ich dir zu sagen habe. Du bist sehr selbstbewusst. Ich habe viele Erfolge zu verzeichnen. Das glaube ich gern. Also, was denkst du? Was? Ich glaube, ich war vorher viel schlechter gelaunt. Es gibt so viel, wonach ich mich sehne. Um Odysseus Größe zu erreichen, wo soll ich da anfangen? Wenn du Odysseus Größe suchst, musst du es auf deine eigene Art schaffen. Er war berühmt für seine Gerissenheit. Was hast du schon erreicht? Ich bin den ganzen Weg hierher gereist. Zu den Ruinen von Odysseus. Scheiße, ich will gar nicht so unhöflich sein. Nicht, um dein eigenes zu leben. Ich sollte es besser wissen, als den Rat von Söldnern zu suchen. Lass mich. Es tut mir leid, Fräulein. Wo bist du jetzt hin? Ach, da war jetzt jede Antwort einfach die falsche Antwort, nicht wahr? Naja. Gut. Dann reisen wir zurück und geben die Quast ab. Nehmen wir das andere Schiffle hier. Nee, wir nehmen unseres. Nee, ich will das andere. Ich kann nicht rüber. So. Rüber da. Auf geht's. Geben wir unsere Quest ab. Aber das Tuch haben wir ja dabei. Pff, bremsen, bremsen. Okay. Oh, das war filigran. Hallo, ich will absteigen. Das wollte ich natürlich nicht. Ich möchte die Quest abgeben. Stalalalala. So, lasset mich vorbei, Fräulein. Oh, da ist wieder eine Quest für uns. Oh, ups. Okay, gibt einfach nichts. Naja. Ich will nicht auf die Statue. Ich will da bitte rüber. Dankeschön. Entschuldigung. Cassandra, mit guten Neuigkeiten. Es ist unversehrt. Gut gemacht. Jetzt gehört das Tuch dir. Wie liegt denn damit? Willst es nicht? Nach all dem? Ich habe heute etwas Wertvolleres bekommen. Für deinen Aufwand, Söldnerin. Ja, danke schön. Wenn ich es besser wüsste, würde ich sagen, das war ein Test.
Vielleicht. Mhm. Was ist das? Du hast mich nicht enttäuscht. Sag, was hältst du davon, einen Feldherren in Megaris zu töten? Kein Problem. Wenn du das tust, verdienst du doppelt so viel wie heute. Andy, warte mal. Bist du der Aufgabe gewachsen? Sie würde dich weit weg von Kefalenia führen. So weit weg, dass du vielleicht nie zurückkommst. Ich bin keine Mörderin. Es gibt immer ein erstes Mal. Also, was sagst du? Wer ist dieser Feldherr? Man nennt ihn den Wolf. Warum? Und er hat dich irgendwie verärgert? Ja, er kostet mich Drachmen. Er ist nicht gut fürs Geschäft. Sollte ich etwas über Megaris wissen? Nur, dass es das wertvollste Land in der griechischen Welt ist. In militärischer Hinsicht, versteht sich. Zum Leidwesen für seine Bewohner hat es zwei sehr mächtige Nachbarn, die sich einfach nicht benehmen können. Beim Tauziehen zwischen Korinth und Athen ist Megaris das Seil. Oh, okay. Warum ich? Weil niemand weiß, wer du bist. Du bist unsichtbar. Ja gut, okay. Ich kann's ja jetzt einfach nur machen. Bestens. Ich hatte ja gar keine Wahl. Du wirst ein Boot brauchen. Du hast doch eins, oder? Wenn ich ein Boot hätte, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Eine Schande. Es ist zu weit zum Schwimmen, selbst für dich. Dann gib mir bitte ein Boot. Ich finde eins. Nein. Gut. Ich hoffe, es ist stabil. Ich wollte eins von ihm haben. Und wieso das? Das Meer wird immer gefährlicher, fürchte ich. Ein Krieg steht bevor und der Wolf steht auf der falschen Seite. Krieg? Gegen wen? Die ganze griechische Welt geht sich an die Kehle. Unter welchem Stein hast du dich in letzter Zeit versteckt? Kefalenia. Mhm. Und woher weiß ich, dass du auf der richtigen Seite stehst? Weil ich es bin, der dich bezahlt. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn deine Arbeit getan ist, dann komm zu mir zur Anlegestelle der Pilger in Phokis. Ja, krass. Können wir uns das auf den Kopf ziehen? Oh, es ist so wunderschön. Oh, wir sehen so wunderschön aus jetzt. Wow. Okay, ihr Lieben. Das heißt, wir haben unsere erste, ich glaube, erste große Mission. Kann mich auch täuschen. Aber sie fühlt sich sehr groß an. Wir marschieren in der neuen, im neuen Part dorthin. Und werden den Auftrag erledigen. Den Feldherren töten. Finde ich ein bisschen schade, weil der hat dann bestimmt wieder 5 Kinder um sich rumstehen und ich fühle mich total schlecht. Aber was will man tun? Nicht wahr? Ja. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder reingeschaltet habt und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssi.